Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind hier am Pylon-Hinterhalt. Wenn man mal auf der Karte guckt, ist das genau hier. Und hier ist Lewisburg. Und irgendwie ist die Aufgabe wohl zu Ende. Wir gucken nochmal in unserem Pip-Boy, was die Aufgabe sagt. Ungelöst. Beste Absichten. Eine Notiz in Taxidermien van Love erwähnten Sichtungen von ungewöhnlich weißen Kreaturen nahe der Thomas Farm. Sollte ich mir den Ort mal ansehen. Suche nach Hinweisen auf der Thomas Farm. Hat mein Satz, den ich gerade vorgelesen habe, irgendeinen Sinn ergeben? Ich glaube nein. Suche auf jeden Fall nach Hinweisen auf der Thomas Farm und ja, das ergibt durchaus Sinn. Ja, dann haben wir hier noch ungelöst Tod und Taxidermie und ungelöst Picknickpanik und ungelöst Wandern mit Schrecken. Wir fangen oben an, machen erstmal das hier, Suche nach Hinweisen auf der Thomas Farm. Ja, ich weiß nicht, warum hier die Aufgabe auf einmal beendet war und wir haben auch keine Nachricht bekommen, dass sie beendet war. Wir haben eigentlich das erste genommen, was im Pip-Boy an erster Stelle stand in der Liste. Also das haben wir ausgewählt und gemacht. Da sind wir jetzt. Ich habe schon vermutet, wir brauchen die Aggressotron-Rückrufkarte. Die liegt im Keller von Taxidermin. Vielleicht holen wir die oder wie weit ist das andere? Oder wir kümmern uns darum eben. Suche nach Hinweisen auf der Thomas Farm. Ja, da kommen wir sowieso durch Lewisburg. Dann können wir auch gleich nochmal im Keller gucken, nachgucken, ob das die richtige Karte ist, okay? Irgendwie können wir heute wieder länger laufen. Aber wir haben auch eine Suppe drin. Vielleicht deswegen. Was ist das für ein Krater? Bleivorkommen. Also hier gibt es viel Blei. Joa, brauchen wir Blei, Munition herstellen? Ich weiß nicht. Wir wollen eher Munition loswerden. Hat da oben jemand gebaut oder ist das so? Es könnte jemand gebaut haben. Ich muss. Dann mach doch. Guck doch keiner. Siehste. Jetzt hast du bestimmt gemacht. Bauchschuss! Das musst du doch spüren! So weit weg und triffst uns! Warum haben sie das hier angegriffen? Also ich meine, das gehört irgendjemandem. Aber dann müsste ja hier so ein Camp rumstehen. Oh, das ist vielleicht total gut versteckt. Ja, warum sollten sonst die anderen das angreifen? Aus welchem Grund haben sie ja gar keinen Grund zu. Andererseits, warum sollte jemand ein Camp aufbauen und dann einfach nur ein Windrad hier oben hinstellen? Und sonst nichts? Ist das denn wirklich das? Das ist nämlich nicht das, das wir bauen können eigentlich, oder? Doch, hier unten ist das Stromdingen dran. Ja, aber wo ist das Camp? Oh, hier gibt es viele Möglichkeiten. Vielleicht ist das Camp auch einfach übrig geblieben. Ach so, hier kann man schön rüber gucken. Aber wofür das Windrad? Ein Rätsel. Ja, ist jetzt auch nicht so wichtig, glaube ich. Hätte mich nur interessiert jetzt.
Aber vielleicht ging es jemandem ja auch nur um den Schnellreisepunkt. Dass man schnell kostenlos dahin reisen kann, wenn da mal was los ist. Hab ich mir nämlich auch schon überlegt, wenn das Spaß macht, wenn das gut ist. Nanu. Das Ding ist doch... Das lag doch ganz anders vorhin. Das ist doch ein Foto wert jetzt. Ja, so zum Beispiel. Die Zunge soll ruhig mit drauf irgendwie. Haben wir denn jetzt mittlerweile was von Lewisburg bekommen? Hier so einen Rahmen. Sieht nicht danach aus. So, hier wollten wir ja gar nicht hin. Da haben wir uns kurz ablenken lassen. Wir wollten doch, wenn wir schon mal hier sind... Dann wollten wir doch hier vorne rein. Hier nämlich. Und hier wollten wir uns die Aggressetron-Rückrufkarte holen, ja? Die Ratte hier hat gar kein Level. Ist aber ziemlich stark für eine Ratte. Aggressoton-Schaltplatte ist das ist nicht. Das Rückruf-Ding ist das nicht.
Wenn ich mir das Foto hier so angucke, dann können wir uns die Fotogeschichte in Zukunft schenken. Das sieht doch wirklich nicht mehr schön aus. Machen wir uns nur eigentlich die ganzen Ladebildschirme mit kaputt. So, ich muss sagen, von früher aus der Beta-Phase und so kurz danach, so die ganzen Fotos, das war alles sehr grafisch, sehr, sehr schön und ich habe mich immer gefreut. Wenn ich die Fotos gesehen habe, dachte ich mir immer, ach ja, da waren wir ja. Und jetzt denke ich mir, oh nein, bitte nicht dieses Foto. Ja, kann ja keiner was für. Wurde ja von Anfang an gesagt, dass mein Rechner das nicht schafft hier. Und jetzt geht's aber weiter. Jetzt geht's aber weiter. Hierhin. Sollen wir da nicht lieber ein bisschen mehr Munition mitnehmen? Ach, wer braucht denn schon Munition? Wer braucht schon Munition? Haben wir eigentlich letztens unsere Tüte wieder mitgenommen, als wir hier gestorben sind? Ich kann mir vorstellen, wir sterben so selten. Ich kann mir vorstellen, dass man das vergisst mit der Tüte. Das ist doch auf der anderen Seite. Eigentlich können wir doch durch diesen Tunnel gehen, den wir da schon entdeckt haben. Jobs gibt's hier. Mononga, Umspannwerk ist die auch so. Hey! Diese Straße hier hat es auch überstanden. Also ich würde hier nicht mal herfahren. Und was war das? Ja, wenn ihr den habt fahren lassen, dann ist das kein Wunder. Oh, das war das. So, alle brauchen Arbeit. Oh, gute Frage. Richtung Süden oder Norden? Ach so, ja dann. Ich werd verrückt. Ein total leerer Bus. Sie haben Luft hierher transportiert. Ach, herrliches Wetter. Schöne Gegend. So langsam wird es wieder grün. Das gefällt mir.
Es ist so still. Es ist so verdächtig still. Ah, hier vorne ist aber irgendwas los. Raider hatten hier ihr Camp. Scheinbar. Ja, das ist so ein Raider-Zelt. Typisch Raider. Ja, das ist ganz typisch für Raider. Obwohl, an so einem Truck, der kann doch explodieren. Endlich, es wird wieder grün. Oh. Oh, hey, sowas können wir? Na, hast du dir einen zur Brust genommen? Kann es sein, dass es vielleicht keine gute Idee mehr ist, hier einfach so mitten auf der Straße zu laufen? Vielleicht waren das aber schon alle. Wir gehen lieber so ein bisschen abseits der Straße, ja? Wie weit sind wir denn entfernt von allem? Oh. Ja, wir müssen darüber. Was ist? Was haben wir denn? Was war das? Was war das jetzt? Gut genährt. Wir haben eigentlich nur Plus-Sachen hier drin. Wir sind bestens gelaunt. Was war das? Der rannte gerade so schön. Was? Ich habe versucht, die Waffe zu wechseln und nicht nachzuladen. Boah, die leben ja beide noch. Na, ich glaube, das war's jetzt aber. Da unten haben wir für die nächste Folge ein Camp, das wir erkunden können. Da gehen wir mal hin. Oh, der hat uns aber gut Schaden anrichten können. Der eine hatte so einen Raketenwerfer oder so etwas. Hey, da war doch ein Bauplan bei. Bauplan.
Fallensteller Torso. Schön. Damit sind wir jetzt aber am Ende der Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.